Hallo? Weil ich gebe kein Bargeld mehr ab. Und das muss für ein Grund sein. Ja, ist eigentlich wegen der Hygiene und dann auch, weil es einfach Digitalisierung weiterbringen wollen. Also die idiotischen Grund der Hygiene nimmt man ja, dass man das Bargeld abschafft. Ja, aber falls es nur dabei hast, kannst du es auch. Ja, ich meine, die Idee an sich ist ein Wahnsinn. In diesem Geschäftslokal werdet ihr beim Essen und Trinken gefilmt. Daher sollte euch dieses Hinweisschild auffallen, damit ihr dem widersprechen könnt. Ihr habt ja sowieso schon von dieser Dame vernommen, dass diese Bargeldabschaffung der Digitalisierung dient. Und eure Gesichter dann wohl auch. Das noch mit dem Sozialkreditpunktesystem verknüpft und dann sind wir im totalitären Reich à la China angekommen. Da habt ihr es, Bargeld wird abgeschafft. Glorious Bastard, seine Zweigstelle von Raschhofer. Ja, so viel dazu, wie die Leute mitspielen, um uns alle voll zu versklaven. Wie wichtig das Bargeld ist, ja. Ich meine, Münzen hat man früher aus Kupfer gemacht. Ich werde sie schon verpixeln. Kupfer ist eigentlich was Antibakterielles, Virelles. Überhaupt das Geld zu verunglimpfen, dass sie ja Viren verbreiten, ist so eine Frechheit, oder? Wie gesagt, wenn ich sie verpixelt, ist das scheißegal. Und tja, so viel dazu. Die Leute haben eher mehr Angst, dass sie an ihre Gesichter herzagen, als wir für eine Freiheit einzustehen. Aber was will man machen, gell? Idiokraten. Boshaftigkeit ist auch oft dabei. Ja, wenn Glorious Bastard so Gehirn amputiert ist, muss man halt woanders da essen gehen. Ich meine, ich frage mich, wann die jetzt das Geld abschaffen wollen, weil da solche Viren, gefährliche Killerviren, sich drauf anhängen können. Ein guter Tipp, Glorious Bastards. Streicht aus eurer Speisekarte den Alkohol. Da sterben ein bisschen mehr Leute oder müssen körperlich schwerste Leidensprozesse durchstehen. An den Alkohol. Bei Weitem mehr wie an diesem Killer-Virus, ja? Also, dann raus aus der Speisekarte, Getränkekarte mit dem Giftzeugs. Nur kleiner Tipp, stellt's Roboter ein, der die Leute bedient. Oder hockt's den, ja, Kassierern die Hände ab. Am besten die Hände abhocken, dann kann schon nichts schief gehen. Dann kann nicht passieren, dass man sie zufällig, unbedacht einmal mit den Händen berührt. Weil wenn man das Geld abschafft, dann kann man die Hände doch auch gleich mitsamt abschaffen, oder? Ja. Ist jetzt weiter. Aber nie wieder bei Glorious Bastards. Auch nie wieder bei Raschhofer in der Alpenstraße, weil das gehört alles zusammen, gell? Gut, Mahlzeit. Der nächste Scheißtrick, gerade von Glorious Bastard, mich ausgekotzt, der Ex-Saturn, jetzt eh schon immer Mediamarkt gewesen ist, preist die Bitcoins an, ja? Bargeld abschaffen, alles nur noch mit Bitcoins zu zahlen. Ja, ja. Der digitale Fußabdruck, das ist der feuchte Traum unseres Überwachungsstaates. Also wenn mir noch irgendeiner erzählen will, dass irgendein Rebell in einer Garage die Kryptowährung erfunden hat, den gehört mit den nassen Fetzen davor gejagt erst. Also die sind da das Bargeld abgeschafft und dann nur noch mit Coins dazu zu bezahlen. Dass du nichts mehr kaufen oder verkaufen kannst, ohne irgendwo Rechenschaft abzulegen. Und dann geht es halt um irgendwelche kriminellen Gedanken. Hey. Lasst euch total überwachen. Sicher. Voll gut. Es hat so die richtigen Hürden herrscht. Also, der Europark. Nicht nur, dass er so ein Impfgenozid Piep. Ist. Dass ich da überhaupt nur reinschaue, das ist halt auch so eine Sache, gell? Ich weiß.
Boykottieren heißt es eigentlich. Alles boykottieren, was in der Richtung sich auftut. Ja, nur wo kann man denn da nur überhaupt hingehen? Einkaufen gehen, Food gehen, was essen gehen, was trinken gehen. Im Grunde haben sie alle mitgespielt. Naja, es gibt schon ein paar Ausnahmen. Es gibt Innenlokale, Nachtlokale, die was einfach so aufgesperrt haben, nicht kontrolliert haben, einfach die Tür zugesperrt haben von außen und nur die Leute rein haben lassen, die was begriffen haben, dass man dagegen aufbegehren muss. Natürlich werde ich die Namen jetzt nicht nennen von den Lokalen. Auch bei den Supermärkten gibt es so einige Filialen, die was mich komplett in Ruhe lassen haben. Die was mir sogar zustimmen mit meinem Protest. Da kann man noch hingehen. Im Grunde schaue ich zu den, ja, seid ihr fast das F-Wort gesagt, zum Europark rein, um euch aufzuzeigen, was da überhaupt los ist, was da geht, was für Frechheiten, Irrungen und Wirrungen uns da erwarten. Aber der Europark, Wahnsinn, der erfüllt nicht nur die Agenda mit, der kehrt zur Agenda. Ich habe einmal ein Video gemacht über die Freimaurer und Geheimorden von Salzburg. Von damals, von vor hunderten von Jahren und in der Jetztzeit. Und der Europark selbst, der ist voll bespickt mit okkulten Symbolen. Ja, könnt ihr euch gern lachen, wenn ihr wollt. Ich verlinke euch einfach einmal in der Videobeschreibung unter dem Video das besagte Video über die Geheimlogen in Salzburg. Ah, ich schneide jetzt nur eine kleine Zwischenmeldung mit rein. Ich habe nicht nur ein Video über die Geheimlogen von Salzburg gemacht, sondern auch eine Dokumentation über die Kryptowährungen. Und wo ich doch ganz klipp und klar aufzeige, dass das keine Leute sind, die was irgendwelche Rebellen waren, die das erfunden haben. Und wo ich ganz genau aufzeige, wie gefährlich das ist. Also, dass es eher als trojanisches Pferd gilt, unser Bargeld abzuschaffen. Wie gesagt, zwei hochinteressante Videos sind unter dem Video in der Videobeschreibung unten verlinkt. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Was ich vielleicht noch erwähnen möchte, weil das Video von den Bitcoins, was ich da gemacht habe, das ist schon ein paar Jahre her. Und da waren die Grafikkarten noch nicht so 3 bis 5 Mal so teuer wie heute. Das liegt, hängt auch von den Bitcoins ab, ja. Weil man kann Bitcoins mit auch meinen. Das ist ein Fachbegriff. Mining ist Englisch, bedeutet in einer Mine etwas zu schürfen. Kommt aus dem Bergbau. Und das bedeutet, dass man auf im virtuellen Netz Coins schürfen kann. Dazu braucht man leistungsfähige Grafikkarten und so andere Hardware. Und dadurch, dass man das eben jetzt macht, noch Kryptowährungen schürfen, sind die um das 3- bis 5-fache teurer geworden. Ja, das habe ich damals noch nicht gewusst, weil es damals noch nicht so war, wie ich das Video gedreht habe. Und das möchte ich jetzt einfach mal hinzufügen, diese Bemerkung. Und haltet das auch im Hinterkopf, wenn ihr euch das Video unten, was ich in der Videobeschreibung verlinkt habe, anschaut. Ach ja, wisst ihr was? Jetzt genieße ich mal einfach den schönen warmen Tag. Und mal schauen, wo es mir heute noch hintragt. Ich wünsche euch alles Gute, alles Beste, Wohlsein und Gesundheit. Ja. Muss ja nicht immer gehabt euch wohl sagen, aber den Hut, den hebe ich für euch. Und somit, Baba.